Und wissen Sie, was seltsam ist? Wir haben da ein ganz seltsames Empfinden. Gottes Gnade können wir nachvollziehen. Das scheint uns sogar relativ normal, dass Gott gnädig ist. Das erwarten wir so. Aber Gottes Gerechtigkeit lässt uns erschrecken. Warum eigentlich? Ein reicher Mann und dessen Sohn hatten eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich alte Kunstwerke zu sammeln. Gut. Also, Vater und Sohn liebten es, beide Kunstwerke zu sammeln. Der Sohn war Soldat und ist dann nach Vietnam in den Krieg gegangen. Er ist dort leider umgekommen. Und kurz vor Weihnachten klopfte es an der Tür des alten Mannes. Da stand ein junger anderer Soldat mit einem großen Paket in der Hand und er sagte: Ich bin der Soldat, für den Ihr Sohn sein Leben gab. Er rettete viele Leben an jedem Tag. Er brachte mich in Sicherheit, als ihn eine Kugel ins Herz traf und er sofort tot war. Und er hat viel von Ihnen und von Ihrer Liebe zur Kunst geredet. Und dann hielt dieser junge Soldat dem Vater, der seinen Sohn verloren hatte, ein Paket hin und sagte: Ich weiß, dass dies, was ich Ihnen hier gebe, nicht viel ist. Ich bin kein großer Künstler, aber ich glaube, dass Ihr Sohn gewollt hätte, dass Sie dieses besitzen. Und der Vater öffnete das Paket und fand darin das Porträt seines Sohnes. Ein einfaches Bild, aber gezeichnet mit sehr viel Liebe. Und der Vater gab diesem einfachen Bild in der Galerie seiner vielen kostbaren Gemälde einen Ehrenplatz. Immer wenn Besucher kamen, führte er sie vor das Bild dieses Sohnes. Einige Zeit später starb auch der alte Herr. Und es gab eine große Auktion, bei der die Bilder versteigert werden sollten. Und bei der Gelegenheit stand auf der Bühne auch das Bild des Sohnes. Der Auktionär schlug mit seinem Hammer und sagte: Wir fangen die Versteigerung an mit dem Bild des Sohnes. Wer bietet für dieses Bild? Die ganzen Kunstkenner waren sehr, sehr ungeduldig. Sie wollten jetzt die Raffaels und Michelangelos und so, was da an wertvolleren Bildern da war, endlich ersteigern. Und nein, laut Testament musste erst das Bild des Sohnes versteigert werden. Von diesem einfachen Soldaten gezeichnet. Keiner meldete sich. $100, keiner meldete sich. Da rief eine Stimme schon ärgerlich: Wir sind nicht gekommen, um dieses einfache Bild hier zu sehen. Wir wollen die großen Bilder endlich ersteigern. Aber dann kam endlich eine Stimme aus der hintersten Ecke des Raumes, so wahrscheinlich hier so letzte Reihe. Und es meldete sich der langjährige Gärtner des Mannes und Sohnes. Der Sohn war für diesen Gärtner immer besonders wichtig gewesen. Er hat ihn schon als kleinen Kerl aufwachsen sehen. Er war aber sehr arm. Und er konnte sich nicht viel leisten und sagte: Ich biete $10 für dieses Bild. Mehr kann ich nicht. Die Auktion ging weiter. Und keiner wollte mehr bieten, weil das Bild in den Augen der Kunstkenner einfach zu unbedeutend war. Und schließlich bekam es der Gärtner für $10 übereignet und nun sollte endlich es weitergehen. Die sollte sagen: Nun machen Sie endlich weiter. Aber der Auktionär legte seinen Hammer hin und sagte: Es tut mir leid, die Auktion ist beendet. Die Leute waren total entsetzt und sagten: Warum sind wir hergekommen? Und dann holte er einen Auszug aus dem Testament heraus und legte es vor und sagt: Als ich gerufen wurde, diese Auktion zu veranstalten, wurde mir folgende Bedingung des Testaments mitgeteilt. Nur das Bild des Sohnes durfte versteigert werden. Das war der letzte Wille des Verstorbenen. Und wer dieses Bild kauft, so seine Anordnung, dem werden alle anderen Bilder übereignet und geschenkt werden. Der Vater schenkt alles durch den Sohn. Wem der Sohn wert genug ist, das, was er hat, alles für ihn zu geben, dem schenkt der Vater alles. Mit diesem kleinen Erlebnis könnte man die Botschaft des Römerbriefes auch zusammenfassen. Die Leute wollen den Sohn nicht. Sie haben andere Ideen.
Sie streben anderen Werten und Konzepten nach. Aber wer den Sohn will, wem der Sohn so viel wert ist, dem schenkt der Vater alles. Das ist die Botschaft des Römerbriefes. Christus steht im Mittelpunkt. Und an Christus scheiden sich die Geister. Wissen Sie, was seltsam ist? Wir haben da ein ganz seltsames Empfinden. Gottes Gnade können wir nachvollziehen. Das scheint uns sogar relativ normal, dass Gott gnädig ist. Das erwarten wir so. Aber Gottes Gerechtigkeit lässt uns erschrecken. Warum eigentlich? Was ist das für ein Anspruchsdenken, das dahinter steht? Ein Kollege aus Amerika, R.C. Sproul, hat dazu mal eine ganz interessante Erfahrung mit seinen Studenten gemacht. Er hat ihnen zu Beginn seiner Vorlesung zum Alten Testament gesagt, sie werden im Verlaufe dieses Semesters 3 Arbeiten schreiben müssen. Und es gibt jeweils einen Abgabetermin, 30. September, 31. Oktober und 30. November. Da muss abgegeben werden. Es waren 250 Studenten dabei. Als der erste Abgabetermin kam am 30.09., hatten 25 Studenten ihre Arbeit nicht gemacht. Und sie standen da etwas beklommen und sagten, Entschuldigung, Professor, wir haben es nicht hingekriegt rechtzeitig und so. Er hat gesagt, okay, wir wollen mal Gnade vor Rechter gehen lassen. Ich verlängere noch, Sie können ein paar Tage später abgeben. So, dann kam der zweite Termin, an dem die zweite Arbeit abgegeben werden musste, 31. Oktober. Und da hatten schon 50 Leute ihre Arbeit nicht mitgebracht, so circa. Ja, die standen da und sagten, na, ist ein bisschen unangenehm und so weiter, aber sie dachten ja an den 30.09. und der Alte wird auch diesmal schon nicht so streng sein und so war es dann auch. Er sagte, okay, ausnahmsweise noch einmal lasse ich das durchgehen. Sie können auch diese zweite Arbeit ein paar Tage später abgeben. Ich lasse nochmal Gnade vor Rechter gehen. Ich lasse mich nochmal erweichen. Die Leute sagen, oh, danke und wunderbar und großzügig und so. So, und dann kam der dritte Termin, der 30. November. Nun ja, und Sie können sich vorstellen, da hatten schon etwa 100 Studenten ihre Arbeit nicht rechtzeitig gemacht. Und da sagte R.C. Sproul so, also Sie sollen mich ja auch noch ernst nehmen, diesmal geht's nicht. Und er nahm sein Notizbuch in die Hand und fragte die einzelnen Leute und jeder, der die Arbeit nicht mit hatte, bekam eine 6 eingeschrieben für diesen Klausurtermin. Es gab ja eine ganz klare Absprache und da brach ein Sturm der Entrüstung aus, das ist unfair, so geht es nicht. Und da fragte R.C. Sproul einen seiner Studenten, der sagte, Sie halten das also für unfair, Sie schreien nach Gerechtigkeit. Ja okay, wenn Sie nach Gerechtigkeit schreien, dann gebe ich Ihnen für die Arbeit, die Sie beim letzten Mal nicht abgegeben haben, gleich auch eine 6. Ja, und plötzlich war den Studenten gar nicht mehr so danach, unbedingt nach Gerechtigkeit zu schreien, sondern sie haben dann akzeptiert, dass sie eben für diese zu spät abgegebene Arbeit die schlechtere Note bekamen und haben sich im Nachhinein noch gefreut, dass er bei den anderen beiden Malen so relativ gnädig reagiert hatte. Aber verstehen Sie, das ist typisch für unser menschliches Denken. Wir erwarten Gnade. Genau wie der Dichter beschreibt.